Ladezeiten, mach hine. Machen Sie hine. Ich habe zwar gesagt, sie machen jetzt so 3 bis 4 Stunden, aber ich ahne, dass es wahrscheinlich eh wieder länger wird. So. Wisst ihr, wie lange ich nach euch ja, ich habe? Weiß, wie lange du nach mir gesucht hast. Ich würde gerne einmal hier hin. Es sieht nicht so aus, als würde ich hier sonderlich vorankommen. Stellung. Geschwindigkeit bitte. Kätzchen. Wisst ihr, wie lange ich nach euch gesucht habe? Ich hab dein Kitty gesehen. Glaube ich. Ja. Ich hab dein Kitty gesehen. Ach, was sind denn eigentlich die Dailies? Also die Dailies und die... Doch, die Weekly weiß ich ja. Weekly ist ja klar. Steht 10 Gegenstände aus Taschen. Töte 10 Dedra. Das würde, glaube ich, kein Problem sein. Erfüllt einen Meisterschrieb für Verbrauchsgüter. Schließt ein Verlies ab. Das sollte auch kein Problem sein. Besiegt 3 Anführer in offenen Verliesen im Dunkelforst. Das könnte eher ein Problem werden. Ja, aber die Meisterschriebe mache ich halt einfach noch nicht, ne? Sind halt, ich glaube, das sind diese Handwerksdinger, ne? Die mache ich ja noch nicht. Die mache ich ja noch nicht. Analysieren. Keule. Durch. Keule zweihändig. Ist einhändig. Warum habe ich eigentlich nur Schrott? Na gut, schwere Rüstung brauche ich an sich nicht. Gerade. So. Bewerten. Kann ich nichts. Ich nichts können verwerten. Passt genau. Göttlich 21 Stunden. 10 Stunden. Puh. So, alles, was Leichtrüstung ist, verwerte ich erstmal. Weil ich brauche sowieso Platz. Okay. Händler. Gefällt euch. Verkaufen. Muss gerade mal gucken. Man konnte doch. Nur was. Wo? Gehilfen. Oh, die sind aber teuer. Bankier. Wenn ich schon war. Ja, die hier wären es dann. Also Nagelhilfe. Boah, da muss ich noch ein bisschen drauf sparen.
Tja. Analysieren. 3 Tage und 14 Stunden und 24 Minuten. Hi, der Witzka. Ja, gut, dass ich Bögen gerade nicht so brauche. 3 Tage. Da hast du aber was zu tun. Drei vermaledeite Tage. Wobei, passt eigentlich. Morgen ist ja kein Stream, Samstag ist kein Stream. Doch, Samstag ist Stream, aber kein ESO-Stream. Sonntag nicht, Montag wieder. Ja, passt perfekt mit den 3 Tagen. Jota. Hurrade Rakeba Jota. Hurrade Taderi Jota. Okay. Dann der Zauberer. Ich spüre Leben. Natürlich. So. Das brauche ich nicht. Nichts. Das kann ich behalten. Ich spüre Leben. Magik. Ich auch. Ich spüre auch Leben. So, und dann einmal zum... Stellt eure Schleue und euren Mut bei einem brandneuen Kartenspiel auf die Probe. Gepäckhändler. Dann bin ich auch gleich fertig. Ihr nennt diese Tasche... Wie viel brauche ich fürs nächste? Ihr nennt diese Tasche... 19.000. Naja, aber... Wir können jetzt 110 Dinge tragen. Ja. Wir brauchen noch 7.000. Ja, egal. Passt. So. Dann porte ich mich da mal hin. Jetzt bin ich soweit fertig. Weiß ich nicht, wie es bei dir aussieht, Kitty. Zenita, Stifter von Behaglichkeit. Ich fürchte, eure Wege werden kaum verstanden. Helft mir dabei, mit eigenen Augen zu sehen, dass eure Lehren in diesen Landen nicht unbekannt sind.
Okay, und davon dann irgendwo abbiegen. Geht doch hier schon. Es interessiert, dass meine Hauptquest nirgendwo auf der Map ist. wie heißt denn deine Hauptquest? Catwood Silber. Ich bin ja mit dem Char noch nicht so weit. Also hier steht, Catwood Silber ist eine Hauptquest in The Elder Scrolls Online. Je nachdem, welche Allianz man am Anfang des Spiels gewählt hat, wird man zu einer der rivalisierenden Fraktionen gesendet. Admiri Dominion wird man zum Ebenerzpakt auf Ödwels geschickt. Ebenerzpakt wird man zum Durchsturzbündnis auf Strossenkai geschickt. Durchsturzbündnis wird nach Kenates Rast geschickt. Man muss nun die Hauptgeschichte der jeweiligen Allianz abschließen. Man erzählt dafür von Catwell, erhält dafür von Catwell seinen Almanach, welche man seinen Fortschritt und alle zu beendenden Quests aufgelistet findet. Nun muss man durch die Allianzgebiete reisen und dabei die im Almanach aufgelisteten Quests abschließen. Also ich weiß nicht, welche Allianz du gewählt hast. Ich gehe mal von außen als Meri Dominion, dann müsstest du komplett das ganze Gebiet in Ödfels, also alles vom Ebenerzpakt spielen. In alle Gebiete und das komplett durchspielen. Bevor du deine Hauptquest weitermachen kannst. Also das ist quasi die Hauptquest, das komplette Ding einmal durchzuspielen. Das hast du schlau geregelt. Also wie gesagt, das steht hier halt so. Ich habe die Quest extra gerade eingegeben. Deswegen wirst du deine wahrscheinlich nicht finden, weil es in einem Buch drin steht, in diesem komischen Almanach, und du das komplett einmal durchquesten musst. Hat mal was zu tun, auf jeden Fall, ja. Na gut, das zeigt mir aber, je nachdem... Wobei, nee, da ich die Hauptstory ja nicht mache, erst wenn ich alle Allianzgebiete durch habe, ist es für mich eh hinfällig, weil ich sowieso alles vorher durchgespielt habe. Aber für Leute, die das jetzt nicht wissen, ist das etwas tricky. Das ist etwas tricky. Aber wie du schon sagst, man hat was zu tun. Kitty, willst du erstmal deine Hauptstory machen? Ah ne, du bist schon hier. Hi. Nee, ich vergiss meine Frage. Du bist schon. Ich habe nicht gesehen, dass da der Fall irgendwo, ne? Ich hab den Fall nicht gesehen. Als wenn ich jetzt da durchreise. Ja, weiß ich ja nicht. Ich warte in Verbannungszelle 2 auf dich. Ich frag mich nur. Es ist halt derselbe Dungeon wie. Das ist derselbe Dungeon wie beim letzten Mal. Warte mal. Das ist dieselbe Map, ne? Verbannungszelle 1. Aber wahrscheinlich ist es eine andere Story, gehe ich mal von aus, oder? Ich guck gerade mal.
Bei 1 haben wir ja die Story durch. Ja, ist dieselbe Map. Aber andere Aufgaben. Ah, okay. Okay. Also wirklich andere Geschichte. Ja, ich wechsle ja schon wieder. Ich wollte ja nur mal gucken. Bin nur neugierig. So, und in Verlies 2. Servus. Verflucht sei Storilis. Ihr seid zurückgekehrt. Ich hoffe, euch ist es auf euren Reisen besser ergangen als mir. Für einen Moment dachte ich, ihr wärt eine dädrische Illusion. Nein. Denis und sein dädrischer Leibeigner waren eine Bedrohung für mich. Nein. Unterbrochen verhöhnt mich der Geist von Sippenhochfürst Rilis und spielt mir Streiche. Er geht in diesen Mauern um. Und ich bin sein Hüter und sein Wärter. Der Einzige, der noch übrig ist. Rilis hat die anderen Hüter auf seine Seite gezogen und plant, Tamriel von seinem Gefängnis aus anzugreifen. Nett. Ich kann helfen. Was können wir dagegen tun? Ihr seid von der harten Sorte. Na schön. Mir schwebt da ein riskantes Spiel vor. Mhm. Wir tun, was Rilis will und schalten die Steine aus, die seine Seele an dieses Gefängnis ketten. Anschließend wird er auf diese Ebene kommen, wo wir ihn erschlagen können. Aber er kann uns natürlich das Gleiche antun. Kann ich mich auf euch verlassen? Ja. 3 der Bindungssteine befinden sich vor uns. Jeder Hüter verteidigt einen Stein. Ja, wie beim letzten Mal. Ein, ihn gegenüberzutreten. Und hütet euch vor Rilis. Er wird zweifellos versuchen, mit euch zu sprechen. Ich werde mich auf einen direkten Kampf mit ihm vorbereiten und euch am 4. Stein treffen. Kitty! Bin sofort da. Gehen sie selber. Achso. Ja. Ich war gerade blöd. Ich habe gerade deine Nachricht nochmal gelesen, Kitty. Ich bin gerade ein bisschen. Ich habe gerade ein bisschen geträumt. Ich hab geträumt von dir. Es ist einfach schwerer. Jein, es ist eine andere Aufgabe. Also es ist der erste Weg, es ist aber eine andere Aufgabe, beziehungsweise eine andere Geschichtsaufteilung. Der Dungeon ist auf normal. Die Verbannung sind 2 normal. Man kann es auch auf schwer spielen, aber ich weiß nicht, wie man das einstellt. Hi. Hi. Auf sie mit Gebrüll. Wir werden es einfach sehen. Wir machen einfach. Wir ziehen das Ding einfach durch und dann. Gib ihm. Wenn es das gleiche ist, dann haben wir es halt. Oh. Ich habe vergessen, mich zu heilen. Ich habe die ganze Zeit 6 gedrückt und nicht 4. Entschuldigung. Ich habe mich verklickt. Läuft super. Hi. Erstmal. Nein. 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 Vielleicht ist es doch schwerer, ist schwerer und weiß es nicht.
Wee, wee. Jumping Elf. Alter. Diese AOE ist aber scheiße. Jetzt für mich. Trotzdem habe ich dafür gesorgt, dass sie immer noch ihrem heiligen Rang dienen. Sie werden euch bis zum letzten Atemzug bekämpfen. Also wenn ich mich recht entsinne, beim letzten Mal mussten wir nur retten. Diesmal müssen wir die Hüte befreien und diesen Stein machen. Kann aber auch sein, dass es einfach nur anders formuliert ist und trotzdem das gleiche ist. Oh, hallo. Heilung! 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 Und Heilung! Komm schon. Anvisieren. Anvisieren. Werdet ihr euch durch alle Hüter kämpfen? Wie amüsant. Sie sind stärker, als sie es einst waren, wisst ihr? Ich habe das Gefühl, es gibt hier mehr Feuerdronachen. Ah, komm schon. Nein, 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 nein. Nein. Gar nicht heilen. Oh Gott. Den ersten Stein. Sehen wir, ob sie in unserer gemeinsamen Zeit von mir gelernt hat. So. Warte, ich muss da mal ganz kurz Modarbeit erledigen. Warte. Sofort weiter. Nein! Oh Gott. Die haben mich verklickt. Ich wollte E drücken.
Geil. Okay. Bereit? Kehrt um. Die Hüter bewachen dieses Grab. Schon. Heilung. Nein, 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 nein. Oh, die Wölfe sind immer noch cool. Oh Gott. Das ist viel besser. Okay, doch, es ist was anderes. An, als ob ich die Nutzung einer doch, ist anders. Wiedererlangt habe. Das ist eine andere Story. Ah, hier kommen ein paar neue Freunde. Schauen wir, ob ich es immer noch kann. Töten. Nach all diesen Jahren immer noch erfreulich. Mittlere Rüstung. Warte, ich muss einmal ganz kurz meine Haare machen. Jetzt aber. Okay. Ich brauche nur das Gold. Hm.
Kittys Auge leuchtet, wenn man da so hinschaut, also dass er so beleuchtet wird. Hier ist welches, was für ein Wert hast du? Warte. Bei den Händen hab ich Rüstung 766. Ist, glaube ich, mit Detaille das Schwächste. Ich bin 23. Schade, hätte Rüstung für dich. Stufe ist zu low von dir. Oh no. Welche Stufe ist es denn? Wahrscheinlich 30 oder sowas. Ich bin halt doch so klein. Ich will nicht sagen, ich bin ein kleines Miezekätzchen, aber. Ja, Montur freischalten. 1500 Monturplatz. Ja, ist okay, wenn ich in den Schrank im Kampf oder so ist. Ist nicht so verfehlt. Ja klar. Können wir gern machen. Solange wir im Verlies sind, können wir das gern machen, warte. Setz dich mal ins Voice, ich zieh dich. Sieh erstmal einiges Unterdrinks hin. Hallo. Hallo. Ich muss dich kurz leiser machen, du bist laut. Entschuldigung, ich bin extra leise. Oh, ja, kann aber auch an meinem Headset liegen. Ja, passiert. Okay. Hallo. Das wäre für 32 und 34 hätte ich Zeug halt. Dafür bist du leider noch ein bisschen zu niedrig. Ja, ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Für 30, ne, alles so ab 30er Bereich hätte ich. Nee. Ist aber auch krass, wie viel wir hier auf die Nase kriegen, obwohl ich so hoch bin. Ja gut, hier geht man für gewöhnlich mit Level, nicht mit Level, mit zwei, also mit drei oder vier Leuten rein. Also. Ja. Hab ich gerade was Doofes gemacht? Ah, nee, da. Ich wollte gucken, ob ich meine Sachen verzaubern kann. Oh ja. Das nicht. Das nicht, aber ich glaube, das hatte ich auch beim letzten Mal. Das auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Wow, Wurzel habe ich Glyphen hergestellt. Das kann ich. Ausdauer. Gewehr 63 Waffenkraft verlängert die Wirkdauer von Trankeffekten. Nee, machen wir das hier. Okay. Ich hab ein bisschen gezaubert. Okay. Ich hab momentan halt wieder meine Mäulchen bei der Kleidung an. Als wir in der Stadt waren, war ich auch ganz, ganz lieb, ja, ja. Ich hab hier irgendwie, drei, vier Leute umgebracht. Nein. Aber immer noch vom Vorteil, dass ich heilen kann. Ja, das auf jeden Fall. Ich stell dir mal vor, wir wären halt wirklich nur zwei DDs, die, ne? Die nur Schaden machen. Ist so geil. Es würde länger dauern.
Oh ja, das ist definitiv anders als beim letzten Mal. Das Viech hatten wir, glaube ich, nicht. Hier war dieses komische kleine Echsenviech vorher drin. Okay, warte. Ich gehe vorher im Schild. Cat is on fire. Mein schönes Fell, jetzt habe ich Brandflecken drin. Warte mal, ich muss einmal. Kronenreparaturset. Nein, ich habe kein Hühnchen mehr. Du meinst das. Ich hatte aber letztens das Gewicht. Wo ist es denn? Ich habe kein Hühnchen mehr. Du weißt das Kronenstärkungsmal? Genau. Ich habe davon gerade eins gegessen. Ja, ich habe leider keins mehr. Gibt ja auch erst am. Warte, wann? Tägliche Belohnung. In 1, 2, 3, 4 Tagen! Oh, okay. Ich hab Raben um mich rum. Oh. Ich kann auch zaubern, ich kann machen, dass Luft riecht. Dufte. Bereit? Okay. Ja. Oh. Hallo, großes Tier, das Echsenviech. Aua. Das kann ich auch. Oh, Iron, war klar, dass du dich da wieder meldest. Natürlich. Aber der sah jetzt auch nicht so aus. Das Feuer ist besetzend. Ja. Hi. Hi. Tschüss. Ich würde ja sagen, dieses Cat ist so ein Feuer, aber ich bin nicht. Ich bin keine Katze. Ich bin eine Katze. Warte, bin ich on fire gerade. Also noch nicht, hey. Nicht wieder. Komm, ich kann mich eh selbst sein. Bisschen halt ich auch aus. Ich will ja eh überall Flammen um mich herum. Nein, nein, nein. Hallo, hallo, hallo. Egal, wo ich hingehe, ist ein Feuer. Das duftet richtig gut, oh Gott. Du scheiß Kackviech. Oh. Du bist so ein Tante Tank, ne? Ja. Och Gott. Weißt du, einer tankt die Idee in einem. Geil. Wer hat sich das ausgedacht? Ja, ich prüge hier schon wieder so drauf. Ich bin eigentlich nur noch am Heilen. Ja, komm schon. Das Schlimmste ist, dass ich dich halt immer angucken muss. Damit geheilt wird. Oh, lass mich da raus. Ist es mich? Nein, Hilfe, nein, tot. Bin gleich wieder da. Oh ne, ich kann ja nicht, ich muss ja warten, bis du tot bist. Ja. Ätzend. Alter, liegt am Boden. Rein theoretisch kann man einen ja auch wiederbeleben, aber das dauert mit den Steinen, glaube ich, zu lange. Wenn du ja, glaube ich, gedruckt halten musst. Los, kleine Hybrid. Mach Arsch, mach wenn er mein Backbettchen ruft. Okay, Iron, schlaf schön. Schön, dass du da warst.